frisch. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, wir reden heute wieder über einen KFOR-Einsatz. Wir sind, glaube ich, jetzt im 16. oder 17. Jahr. Es geht also um die Verlängerung eines Militäreinsatzes zur fortgesetzten Besetzung der südserbischen Provinz Kosovo. Dem sind zwei Völkerrechtswidrig. Das zeigt einmal mehr Ihr Selbstverständnis, meine Kolleginnen und Kollegen, wie sehr Sie sich mit Verfassungsrecht und Völkerrecht auskennen. Vorausgegangen sind dem zwei völkerrechtswidrige Handlungen. Die erste ist der NATO-Angriffskrieg von 99 und der Beteiligung Deutschlands, geführt von Rot-Grün, von SPD und Grüne, gegen den damaligen souveränen Staat Jugoslawien. Und dieser Angriffskrieg diente seinerzeit der Unterstützung der OCK, einer terroristisch-nationalistischen Organisation. Ich sage das deshalb, weil auch der Kollege gerade auf den Nationalismus im Balkan hingewiesen hat. Der Vorwand für die militärische Unterstützung der OCK war ein angeblicher Genozid oder ein drohender Genozid, der nie stattgefunden hat und noch nie bewiesen werden konnte. Die zweite rechtswidrige Handlung war der Territorialraub der Region Kosovo von Serbien, begründet mit dem Selbstbestimmungsrecht der albanischen Ethnie. Lassen Sie mich eine kleine Anmerkung machen mit Blick auf die Krim. Auch dort hat die Bevölkerung das Selbstbestimmungsrecht geltend gemacht, allerdings ohne Kriegsführung. Aber auch das war ein verfassungswidriger Akt seitens der Bewohner der Krim. Und es war ein Völkerrechtsbruch seitens der Russischen Föderation, die Krim zu integrieren in die Russische Föderation. Warum aber unterstützt Deutschland und der Westen solche Organisationen wie die OCK? Es gibt eine ganz schnöde Antwort. Und das ist geostrategische Machtpolitik. Gerade Serbien hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfolgreich Widerstand gegen die deutsche und österreichische Imperialpolitik betrieben. Daher musste Jugoslawien nach dem Kalten Krieg zerlegt und Serbien geteilt werden. Es gibt auch sicherlich der eine oder andere von Ihnen, der die Aussage von Klaus Kinkel aus dem Jahre 1992 kennt: Wir müssen Serbien auf die Knie zwingen. Damals Außenminister Kinkel im Jahre 92. Auf die Knie zwingen, Serbien. Das ist das Vokabular, wie man mit Kleinstaaten umgeht, die einem nicht unbedingt wohlgesonnen sind. Es ist auch kein Zufall, dass Deutschland, Österreich gerade die separatistisch-nationalistischen Kräfte unterstützte, die sie auch schon im Zweiten Weltkrieg unterstützt hat. Die Domobranschen in Slowenien, die Ustascha in Kroatien, Waffengebirgsdivision der SS Hanscha in Bosnien-Herzegowina, Waffengebirgsdivision der SS Skanderbeg, deren Nachfahre, auch ideologischer Nachfahre, die UCK war. Also, sehr geehrte Damen und Herren, in dem Antrag der Bundesregierung steht ja, und das finde ich auch ganz interessant, ich zitiere, eine fortgesetzte Beteiligung deutscher Soldatinnen und Soldaten an KFOR liegt damit im deutschen sicherheitspolitischen Interesse. Wenn man sicherheitspolitisch durch machtpolitisch oder geopolitisch ersetzen würde, käme man der Wahrheit näher. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die deutsche und insgesamt die westliche Außensicherheitspolitik nach dem Ende des Kalten Krieges eine rücksichtslose geostrategische Expansionspolitik gewesen ist. Arm in Arm mit den USA. Statt einem gemeinsamen Haus von Europa, von Vancouver bis Vladivostok, NATO-Expansion, EU-Expansion. Das meistgenutzte Instrument der westlichen Geopolitik ist die Unterstützung und die Befeuerung des Nationalismus, die Unterstützung und Befeuerung des Nationalismus als staatliches Emanzipationsprojekt in Osteuropa, unter Täuschungsbegriffen wie Demokratie und Freiheit. Das Ergebnis war doch und ist ein gewalttätiger Nationalismus in der Ukraine, in Jugoslawien, mit einer militärischen Dimension von mehr als über 100.000 Toten. Im Baltikum, Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Bulgarien haben wir es teilweise mit reaktionären Regierungen zu tun, bisweilen sogar mit rassistischen Äußerungen. Die Ausgrenzung von Minderheiten und die dezidierte Ablehnung der Aufnahme von Flüchtlingen in Osteuropa spricht auch Bände, sehr geehrte Damen und Herren. Das können Sie nicht leugnen. Das sind Ihre Früchte. Aufgrund dieser Politik werden wir natürlich den KFOR-Antrag nicht unterstützen. Ich danke Ihnen. So, nächster Redner für die Bundesregierung ist der parlamentarische Staatssekretär Dr.